Hallo Horrorfans, willkommen bei Dead Space mit mir, dem Gario. Eintritt Vakuum. So, wir müssen hier lang, weil... Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ist recht. Okay, keine Asteroiden. Ach nee, keine Asteroiden in Sicht, dafür Monster. Das freut uns natürlich sehr, als erfahrener Monsterjäger. Weil da können wir unsere Fähigkeiten demonstrieren. So, jawohl, da vorne ist das nächste. Jawohl, ein Schuss, ein Treffer. Shit, dafür geht uns jetzt die Munition aus. So, wir haben ja in der letzten Folge dafür gesorgt, dass wir nicht mehr von Asteroiden befallen werden. Das heißt, wir können uns hier auch frei bewegen. Oh, schön, Stasi-Pack. Was ist denn da? Ist voll. Ganz schlecht. Schlecht. Okay, müssen wir es liegen lassen. Weiter geht's. Jetzt müssen wir zur Monorail-Station, die uns ins nächste Kapitel bringt. Und wo wir dann auch eine neue Hauptaufgabe kriegen, nehme ich mal an. So war es ja bisher auch. Ja, ich beeile mich ja schon. So. Wunderbar. Ende der Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Wunderbar, wir können wieder frei atmen. Ich frage mich allerdings, was dieser Alarm soll. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Juhu. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Sagen wir es mal so. In einer echten Situation würde es zwar wahrscheinlich auch wahnsinnig an der Lösung gearbeitet werden, aber es würde nie so wahnsinnig gut klappen, wie es jetzt hier im Spiel klappt. Ich glaube, die Leute wären eher tot. So. Einmal aufwärts, bitte. Meinetwegen auch abwärts. Hauptsache zur Krankenstation. Beziehungsweise zur nächsten Monorail-Station. Halt, waren wir hier schon drin? Lagerraum 47. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich schon drin. Ja, sieht recht gelootet aus. Okay, raus hier. Weiter geht's. Wie lange nehme ich schon auf? Circa seit, ja, so 3 Minuten oder so. Dann, Anschluss. Okay. Sollte das ja möglichst im Blick behalten. Eine Speicherstation, das ist schon mal gut. Ich glaube, hier hinter uns kracht's gerade ein bisschen. Was nicht unbedingt gut ist. Aua! So. Schluss hier. Den Fischen rein. Ist jetzt hier endlich Ruhe? Was sind denn das für ekelhafte Dinger? Lange Beine und so ein Kopf. Ich höre schon wieder das Geflüstere. Wohin müssen wir? Abwärts, okay. Ich glaube, hier ist es sogar wichtig zu wissen. Dann gehen wir mal auf Ebene 2. So. Eigentlich gut verspritzt aus. Das wäre so noch das kleine i-Tüpfelchen so. Was die Grafik betrifft, dass wir jetzt noch gut verschmiert werden. Genau, habe ich mir doch richtig gedacht.
Hier liegt Munition. Warum liegt hier Munition? Sag bloß, wir müssen gleich wieder kämpfen. Dann laden wir doch mal besser nach. Sind die in die Richtung zur Monorail-Station? Das dachte ich mir. So. Können wir jetzt vielleicht im Shop unser Inventar ein bisschen sortieren? Das wäre doch ganz nett. Laserkanone, Energiekanone, sehr gut. Medipack groß, Medipack mittel, Medipack klein. Was haben wir denn im Safe? Im Safe haben wir genug Medipacks. Das heißt, wir können mal das große direkt mal verkaufen. Ja. Und eines der kleinen möchte ich auch verkaufen. Ja. So, Halbleiter Gold ebenfalls verkaufen. Ja. Halbleiter Rubin ebenfalls verkaufen. Ja, dankeschön. Okay. Was gibt's denn im Shop so zu kaufen? Ich würde gerne einen Ripper kaufen, können wir aber aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht. Schlecht. Können wir uns Ripper Klingen kaufen? Aber wahrscheinlich müssen wir den ablegen. Moment. Wir könnten. Den Plasma-Cutter möchte ich mal bitte in den Safe legen. So, können wir jetzt. Jetzt können wir den Ripper tatsächlich kaufen. Ich würde sagen, Chinese-Booster. Kurze Entfernung. Klingt auch interessant. Wir nehmen mal den Ripper mit. Sehr gut, der müsste jetzt im Inventar sein. Und dann möchte ich noch den Flammenwerfer in den Safe legen. Genauso wie den Brennstoff für den Flammenwerfer. So, Flammenwerfer. So, dann hätte ich gerne die Laserkanone. Energieprojektor für schwere Schäden. Was haben wir hier? Wir nehmen die einfach mal beide, wenn das geht. Obwohl, wir nehmen die jetzt mal. Ich will eigentlich gar nicht so experimentell unterwegs sein, muss ich sagen. Wir haben jetzt den Plasma-Cutter haben wir ja in dem Safe. Das heißt, wir legen gleich mal die ganze Plasma-Energie, die wir haben, auch im Safe. Und den Luftkanister auch. Sag mal, was kreischt denn da im Hintergrund so? Das ist jetzt ein wahnsinnig werden. Obwohl, lassen wir es einfach mal so. Wir könnten uns aber noch einen Energieknoten leisten. Oder zwei. Einen Energieknoten, bitte. Vielen Dank. Ach, dann nehmen wir, komm, dann nehmen wir noch einen. So, jetzt reicht's aber mal wieder. Vielen Dank. So, Nummer 2 ist jetzt auf der 2. Auf der 2 ist jetzt das hier. Das Ding habe ich noch nie ausprobiert, muss ich sagen. Auch als ich privat gespielt habe, noch nicht. So, den Strahl können wir gleich mal nachladen. So, und wie sieht jetzt unser Inventar aus? Ah ja, relativ leer. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die dass natürlich auch wenig Munition haben. Das ist natürlich das, was man natürlich immer so ein bisschen bedenkt. Oh, gleich haben wir richtig. Ist jetzt hier bald Schluss? Gleich haben wir richtig wenig Munition. Vor allem, wo kommen diese ekelhaften Viecher her? Wir haben doch jetzt eigentlich alles abgegangen. Die können doch hinter uns gar nicht Ripper klingen, immerhin. Würde ich sagen, holen wir auch gleich den Ripper raus. Den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Sind wir im Moment ein bisschen experimentell unterwegs, was sicher auch nicht so schlecht ist. Wenn wir neue Waffen kennenlernen und ausprobieren. So. Monorail-System, jawohl.
Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Wunderbar, ja, ich möchte bitte den Vorgang speichern. So, Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Im Datenbankbildschirm können Sie jederzeit Ihre Logs abspielen. So, Wissenschafts- und Krankenstation. Mir schwant ja richtig Schlimmes. Weil anscheinend haben sie diese Dinger da vorher noch... Scheiße, Isaac! Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren. Aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Du könntest sie auch schon vorher hacken. Das würde uns auch Zeit verschaffen. Und dann genau dann öffnen, wenn ich da bin. Das könnten wir auch machen. Würde ein bisschen Zeit sparen. Hier haben wir weiter einen Shop. Vielleicht hätten wir Munition kaufen sollen. War jetzt doof. Naja, egal. Ich höre schon wieder Schlimmes. Sicherheitsstation. Evacuate this area immediately. Ein Modell des menschlichen Körpers. Eine Speicherstation. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Das ist gruselig. Das ist... Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Juhu. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Hm. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Und ich glaube, das ist auch derjenige, der gerade mit uns gesprochen hat. So. Schön. Ah. Impulsprojektile. Na, gar nicht mal so schlecht. Wir könnten wirklich mal erstmal die Impulskanone verballern. 4. Also diese Anordnung von den Waffen nervt. Die ist definitiv nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Also was die Tastenbelegung betrifft und die Anordnung. So. Nach der Reihenfolge. Welcome to the lab. Shmua Krumas. Lese ich jetzt nicht so. Ach nee. Schön. Jetzt hier bald Schluss. Energie für die Energiekanone und nochmal Energie für die Energiekanone. Okay. Das ist doch, ist es die, die wir... Oh, hier ist die Luft wirklich stickig. Das ist ja krass. Ich hoffe, wir haben so eine Art Gasmaske und Filter. FPS, du kannst gerne auf 30 bleiben. Wenn das möglich ist. Habe ich überhaupt nichts gegen, wenn du da oben bleibst. So. Jetzt ist es wieder auf oben. Ich weiß gar nicht, warum das solche Probleme hat. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Ah, hier ist eine Werkbank. Super. Okay. Weißt du was? Wir basteln erstmal so ein bisschen. Okay. Wir haben 4 Knoten. Davon würde ich 3 einsetzen, würde ich sagen. Und zwar mal auf das Impulsgewehr. Was können wir denn da machen? Die Kapazität. Können wir machen? Ah ne, da ist schon. Okay. Dann setzen wir mal hier ein. Ja. Und erhöhen auch gleichzeitig den Schaden, weil wir doch immer ziemlich viel Munition verbrauchen. Was ist das hier? Nachladen, ne? Okay, ich würde gerne den Schaden mal einen Punkt erhöhen. Ja. Okay, und jetzt noch einen Punkt. Und die Strahlenkanone. Die Breite wäre cool.
Oder der Schaden, auch gut. Aber dazu müssten wir hier den Knoten setzen, das hätte absolut keinen Effekt. Da würde ich sagen, machen wir lieber, wenn wir mehr Knoten haben. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Energiekanone ist, deswegen möchte ich die eigentlich nicht aufrüsten. Wie sieht es denn mit unserem Rig aus? Ich würde ja fast sagen, wir bauen unser Rig mal ein bisschen aus. Und jetzt doch immer mal öfter das Stasi-Modul. Stasi-Modul vielleicht. Wir haben zwei Knoten. Und das Chinese-Modul, die Reichweite. Ah ja, okay. Ja, recht einfach am Bauen. Oder wir sparen ihn uns auf, den letzten Knoten. Ich glaube, wir sparen ihn uns einfach mal auf. Damit ist uns, glaube ich, mehr geholfen. Haben wir jetzt da die Kapazität erhöht? Nee, aber wir haben, glaube ich, keine Munition. Hier waren wir noch nicht drin. Niemand da? Niemand da. Gut. 800 Credits. Na gut. Oh, und die Folge ist um. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn wir hier hoffentlich dieses Ding hier stoppen, wahrscheinlich. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.